Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen. Als am 20. Juni 1982 die Gründung der MLPD beschlossen wurde, wurde sie vielfach, vor allem im Verfassungsschutzbericht, als Totgeburt belächelt. Demnach befinden wir uns heute auf einer Totenmesse. 10 Jahre später verkündete der Pentagon-Philosoph Fukuyama anlässlich des Zusammenbruchs der sozialimperialistischen Sowjetunion das Ende der Geschichte. Mit der Tauglichkeit solcher bürgerlicher Prognosen ist es also nicht sehr weit her. Sie widerspiegeln lediglich den Wunsch der Herrschenden, Ruhe zu haben vor revolutionären Veränderungen. Solange es Klassengesellschaften gibt, solange Ausbeutung und Unterdrückung die menschliche Gesellschaft prägt, solange wird es auch Klassenkampf und Revolutionen geben. Entsprechend diesem Grundsatz der Geschichte steht die MLPD lebendig, optimistisch, in die Zukunft schauend und gut gerüstet für die revolutionären Aufgaben im Klassenkampf heute vor euch und feiert mit euch den 30. Geburtstag. Herzlich willkommen! Tatsächlich war die MLPD seit ihrer Gründung eine einzige Erfolgsgeschichte. Sie hat über 30 Jahre lang eine kontinuierliche und stabile Vorwärtsentwicklung durchgemacht. Sie verfügt heute über ein Mehrfaches ihrer Mitgliedszahlen als bei ihrer Gründung. Allein seit der Jahrtausendwende wuchs sie um 23%, während die Berliner Parteien zusammen 28% ihrer Mitglieder verloren. Die MLPD war bei ihrer Gründung noch eine reine Westpartei. Heute existieren in ganz Deutschland, in Ost und in West, in allen wichtigen Städten und Regionen Parteigruppen und Stützpunkte. Hatte sich die MLPD zur Erlernung der Parteiarbeit bis zu ihrer Parteigründung im Wesentlichen auf die Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit konzentriert, so verfügt sie heute nicht nur im Kern des internationalen Industrieproletariats in Deutschland über eine ansehnliche Massenverankerung. Das gilt insbesondere für die kämpferische Frauenbewegung, die sie seit 20 Jahren maßgeblich mit neu aufgebaut und geprägt hat. Der Rebell ist heute eine anerkannte Größe in der Rebellion der Jugend. Partei und Rebell sind aus der antifaschistischen und Umweltbewegung Deutschlands nicht mehr wegzudenken. In einigen Städten haben Mitglieder der MLPD aufgrund des Vertrauens überparteilicher kommunaler Wahlbündnisse in sie Sitze in Stadträten erringen können. Keiner dieser Erfolge wurde uns geschenkt. Wir haben sie dem imperialistischen Deutschland Stück für Stück abgerungen. Und dies in einer Zeit der relativen Stabilisierung des Kapitalismus, einer systematischen politischen Isolierung der Marxisten-Leninisten durch den Staat, durch die Medien und die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Parteien und Bewegungen. Woher nimmt der Geheimdienstzögling Sascha Dietze seine Zuversicht, wenn er über die Zukunft der MLPD schreibt? Die Wahrscheinlichkeit, die nächsten 25 Jahre zu überleben, ist jedoch gering. Ich glaube, dass sich vielmehr der Wind zu unseren Gunsten gedreht hat. Der Kapitalismus ist im Sumpf der allgemeinen Krisenhaftigkeit festgefahren. Es ist daher eher fraglich, ob sich dieses kapitalistische Gesellschaftssystem in den nächsten 25 Jahren so halten wird wie bisher. Rebell und MLPD sind auf jeden Fall optimistisch, dass wir einem neuen Aufschwung in der internationalen, revolutionären und Arbeiterbewegung entgegengehen. Wir sind mit Leib und Seele dabei, diesen Aufschwung mitzuorganisieren und unseren bescheidenen Beitrag zu leisten.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, eigentlich wäre der Feiertag unseres 30. Geburtstags schon am 20. Juni fällig gewesen. Aber wir haben uns überlegt, dass es wohl besser ist, erst unseren 9. Parteitag durchzuführen. Ich kann euch und kann uns allen herzlich zu diesem bedeutenden Stuttgarter Parteitag gratulieren. Es war der erste Parteitag als ICOR-Mitglied. Internationale Delegationen aus sage und schreibe 23 Ländern waren unsere Gäste. 45 weitere Organisationen und Parteien aus aller Welt schickten dem Parteitag ihre herzlichen Grüße aus allen 5 Kontinenten, zeigten ihre enge Verbundenheit mit der MLBD und drückten ihre großen Erwartungen aus über diese Ergebnisse dieses Parteitags. Der Stuttgarter Parteitag war der erste Parteitag nach der Herausgabe unseres neuen Buchs Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution. Nicht nur alle unsere Funktionäre, nein, auch die Hälfte unserer Mitglieder und viele Sympathisanten haben sich inzwischen durch dieses anspruchsvolle Buch durchgearbeitet. Das so erkämpfte ideologisch-politische Niveau der Delegierten und Funktionäre der Partei war das charakteristische Merkmal der Parteitagsberatungen. Bestechend war die gewachsene Fähigkeit, das chaotische Treiben des Imperialismus zu untersuchen, zu qualifizieren und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Beeindruckend war die Sicherheit, jeden Schritt der eigenen Arbeit als Beitrag zur Vorbereitung der internationalen sozialistischen Revolution zu durchdenken. Der Stuttgarter Parteitag dokumentiert eine immens gewachsene Reife der gesamten MLBD in der Beherrschung der dialektischen Methode auf dem Niveau der Lehre von der Denkweise und des systemischen Denkens. Es war mit Händen zu greifen, wie differenziert, wie tiefgehend und überzeugend das jahrelange Training der dialektischen Methode heute wirkt. Der Stuttgarter Parteitag repräsentierte hervorragend auch die Revolutionäre Arbeiterpartei MLBD. 78% unserer Delegierten gehörten der Arbeiterklasse an. 90% der Delegierten waren Gewerkschaftsmitglied und 75% in Selbstorganisationen aktiv. Applaus 40% der Delegierten waren Frauen. Der Stuttgarter Parteitag begeisterte durch ein Feuerwerk ideologisch-politischer Initiative und Diskussionsfreudigkeit. 139 schriftlich vorbereitete Redebeiträge. 267 Mal ergriffen Rednerinnen und Redner das freie Wort, frei das Wort, also ohne Konzept. Ungeschminkt wurde dann über Versäumnisse, Widerstände, Zögerlichkeiten kritisch und selbstkritisch diskutiert und den Dingen auf den Grund gegangen. Der Stuttgarter Parteitag konnte dem System der Selbstkontrolle der Partei ein hervorragendes Zeugnis ausstellen. Ich erinnere, vor 7 Jahren war eine tiefe Krise der Zentralen Kontrollkommission offenbar geworden. Schwerwiegende Fehler in der Kaderbehandlung, ja sogar ungerechtfertigte Ausschlüsse aus der Partei mussten korrigiert und aufgearbeitet werden. Eine Verfälschung im Verständnis dieser Kontrolltätigkeit als ein starres, fast panisches Wächtersystem gegen die kleinbürgerliche Denkweise wurde prinzipiell kritisch überprüft und die Lehren daraus gezogen. Der Stuttgarter Parteitag bilanzierte nicht nur diesen Weg der Krise, aus der Krise durch die ZKK. Er praktizierte diese Lehren auch durch eine wissenschaftliche Kontrolle und Selbstkontrolle. Die Partei stellte die Fähigkeit unter Beweis, mit der kleinbürgerlichen Denkweise fertig zu werden und selbstständig denkende und handelnde Kader auszubilden. Der Stuttgarter Parteitag war auch zukunftsorientiert. Der Jugendverband Rebell brachte viele schöpferische Initiativen und Vorschläge in den Parteitag ein und bewies seinen engen Schulterschluss mit der MLBD.
Das war durchaus nicht immer so. Die Rotfrüchse schrieben Briefe an den Parteitag. Diese positive Entwicklung unserer Jugendarbeit war zweifellos das Resultat der erfolgreichen Kritik- und Selbstkritikbewegung in der Jugendarbeit. Die nächsten Jahre werden wir unseren organisationspolitischen Schwerpunkt Jugendarbeit und seiner internationalistischen Ausrichtung geprägt sein. Die marxistisch-leninistische Jugendarbeit muss und kann immer mehr Motor und Massentaktik des Parteiaufbaus werden. Der Stuttgarter Parteitag zeigte auch das ausgezeichnete Kaderpotenzial der MLPD. 30% mehr Kandidatinnen und Kandidaten für das ZK als notwendig hatten die Delegierten tatsächlich die Qual der Wahl. Sämtliche gewählten Kandidaten des neuen Zentralkomitees, also Genossen, die in die Arbeit perspektivisch eingearbeitet werden, sind heute Frauen. Doch, liebe Genossinnen und Genossen, ich will die Berichterstattung über diesen zweifellos besten Parteitag in der Geschichte der MLPD nicht allzu sehr vorgreifen. Wir werden seine Ergebnisse in den nächsten Monaten systematisch aneignen und zur Grundlage für unsere künftige Arbeit machen. Alle, die sich dafür näher interessieren, sind herzlich eingeladen, dies als Mitglieder der MLPD mit uns gemeinsam zu tun. Liebe Freunde und Genossen, natürlich hat sich dieser Parteitag intensiv mit der seit 2008 anhaltenden Weltwirtschafts- und Finanzkrise beschäftigt, die in der Geschichte des Kapitalismus ihresgleichen sucht. In der Broschüre Bürgerliche politische Ökonomie vor dem Scherbenhaufen hatte die MLPD im Jahr 2009 die chronische Überakkumulation des Kapitals als allgemeine neue Ursache dieser Weltwirtschafts- und Finanzkrise herausgearbeitet. Diese Erkenntnis ermöglichte uns, verschiedene unerwartete Wendungen der Ende 2008 ausgebrochenen Weltwirtschafts- und Finanzkrise treffend zu analysieren. Die bürgerliche politische Ökonomie hingegen taumelt von einer Fehleinschätzung zur nächsten. Noch 2007 hatte die damalige CDU-SPD-Regierung einen lang anhaltenden Wirtschaftsaufschwung bis 2020 vorausgesagt. Kanzlerin Merkel machte ihre Wurzeln als Pfarrerstochter alle Ehre im tiefen Glauben an die Selbstheilungskräfte des Marktes. So etwas Ähnliches wie ein evangelischer Gott. Ein Jahr später erlebte die kapitalistische Wirtschaft ihren bisher tiefsten und schnellsten Einbruch. Innerhalb von 3 Monaten stürzten Weltproduktion und Welthandel um 20% gegenüber dem Vorjahr ab. So etwas hat es noch nie gegeben. Die Weltexporte sanken in den ersten 3 Monaten 2009 aus fast allen Weltregionen gleichzeitig um 31,2% gegenüber dem Vorjahr. Noch nie gab es auch eine solch umfassende Weltwirtschafts- und Finanzkrise. Irritiert gab Kanzlerin Merkel im Jahr 2009 zu, dass die Selbstheilungskräfte des Marktes doch noch nicht so richtig funktionieren. Die Imperialisten mussten zu außergewöhnlichen Maßnahmen greifen, um einen unkontrollierten Zusammenbruch und vor allem die Revolutionierung der Massen zu verhindern. Fast 30 Billionen US-Dollar wurden allein 2008 und 2009 in die Weltwirtschaft gepumpt. Zwar 30 Billionen US-Dollar. Um den Kreislauf des Geldes aufrechtzuerhalten, die Wirtschaft wieder anzukurbeln und um eine wirtschaftliche und politische Katastrophe abzuwenden. Heute wird deutlicher: Dieses internationale Krisenmanagement hatte vor allem die Aufgabe, das allein herrschende internationale Finanzkapital, das sind die 500 größten internationalen Übermonopole, von den Krisenlasten zu befreien und diese über eine gigantische Neuverschuldung der Staatshaushalte auf die breiten Massen abzuwälzen.
So haben sich diese 500 größten Übermonopole mitten in der Weltwirtschafts- und Finanzkrise von 821 Milliarden US-Dollar Maximalprofite im Jahr 2008 auf 1,6 Billionen US-Dollar im Jahr 2011 verdoppelt. Die haben einen Reibach gemacht wie noch nie zuvor. Der Kapitalüberschuss wurde mit Hilfe staatlicher Subventionen, besonders auf die Investitionen in die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, umgeleitet. Das führte zu einer Spaltung der Weltwirtschaft. Während die BRICS-Staaten und auch eine Reihe weiterer aufstrebender Wirtschaften wie die Türkei, Südafrika sowie einige rohstoffproduzierende Länder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas eine wirtschaftliche Belebung oder sogar einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebten, stagnierten vor allem die alten imperialistischen Länder wie die USA, Japan und Europa oder versanken immer mehr in der Wirtschaftskrise. Angesichts einer relativen Belebung der Industrieproduktion in Deutschland im Jahr 2010 geriet die Kanzlerin Merkel schnell wieder ins Fantasieren. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem noch jungen Aufschwung und habe ihre Rolle als Konjunkturlokomotive für Europa zurückgefunden. Schöne Konjunkturlokomotive. Denn wir erlebten just in derselben Zeit Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Irland, Estland und viele Balkanländer einen tiefen Einbruch ihrer Industrieproduktion und zogen den gesamten Euroraum in eine negative Entwicklung hinein. Das internationale Krisenmanagement hatte die Staatsverschuldung der meisten Länder sprunghaft anschwellen lassen und diese EU-Länder an den Rand des Staatsbankrotts gebracht. Der Euroraum stürzte eine bis heute andauernde Währungs- und Bankenkrise. Das internationale Krisenmanagement war gescheitert. Die Ursachen der Krisen waren damit nämlich nicht behoben, sondern nur verschoben. Bereits Mitte 2011 setzte sich die negative Wirtschaftsentwicklung bereits wieder fort. Heute steht die Weltwirtschaft vor einem neuen Absturz. Und es ist nicht vorauszusehen, wann die Weltwirtschafts- und Finanzkrise, die nun seit 2008 anhält, zu Ende gehen wird. Liebe Genossinnen und Genossen, schon im Vorfeld des Krisenausbruchs reiften als Folge der Neuorganisation der internationalen Produktion gravierende Verschiebungen in den weltweiten imperialistischen Machtverhältnissen heran. China hat seine Zahl der internationalen Übermonopole unter den 500 größten zwischen 2008 und 2011 verdoppelt und verfügt heute über 73 solche internationalen Übermonopole. Die Zahl der Übermonopole aus den USA und Europa ist dagegen im selben Zeitraum deutlich gesunken. Die zentrale Achse der Weltwirtschaft, wie sie seit Jahrzehnten existiert, verläuft heute nicht mehr transatlantisch zwischen USA und Europa, sondern transpazifisch zwischen den neuen asiatischen Imperialisten und den USA. Asien ist heute zum Zentrum der kapitalistischen Weltproduktion, aber auch der internationalen Konkurrenz geworden. Das hat natürlich Folgen für Europa, das nun den dritten Platz in dieser Geschichte einnimmt. Auf diese Achsenverschiebung reagierte der US-Imperialismus und die NATO mit der Neuausrichtung der Militärstrategie. Schwerpunkt liegt nun auf dem pazifischen Raum, auf der Konkurrenz zu China und der Shanghai-Gruppe, dem Bündnis aus Russland, China, Indien sowie einigen anderen asiatischen Staaten. Aktueller Brennpunkt der zwischenimperialistischen Widersprüche ist der Nahe und Mittlere Osten. Dabei steht der Iran im Fokus des Geschehens, um den wachsenden Einfluss der imperialistischen Rivalen China und Russland zurückzudrängen. In Syrien stehen sie unmittelbar die gegenläufigen Interessen, besonders der USA, der EU und ihre Verbündeten, sowie die von Russland, China und der wichtigsten Regionalmächte wie der Türkei,
Israel, Saudi-Arabien und dem Iran gegenüber. Die ursprünglich demokratische Aufstandsbewegung wurde verdrängt bzw. vereinnahmt durch einen reaktionären Stellvertreterkrieg um die Kontrolle des künftigen Syrien. Schluss mit der imperialistischen Einmischung in Syrien. Gemeinsamer Kampf für den Erhalt des Weltfriedens. Auch Deutschland wurde inzwischen von der negativen Tendenz in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung erfasst. Die Stahlindustrie erlebte bereits einen Einbruch von 20%. Die europäische Autoindustrie steckte in einer tiefen Krise. Immer mehr Konzerne geben einen radikalen Arbeitsplatzabbau bekannt, verfügten einen Einstellungsstopp und schicken die Arbeiter mit Zeitverträgen oder die Lehrlinge nach ihrer Ausbildung in die Arbeitslosigkeit. Auf der Basis der internationalen Produktion ist es eine Illusion, dass Deutschland von den negativen Wirkungen der weltweiten Entwicklung verschont bleiben kann. Im Gegenteil, die exportorientierte und abhängige Wirtschaft in Deutschland wird die Rückwirkungen einer negativen weltwirtschaftlichen Entwicklung besonders zu spüren bekommen. Kleinlaut verstieg sich der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble kürzlich geradezu zu einer Selbstkritik. Ich zitiere: Die Deregulierung der Finanzmärkte hat sich als Fehler erwiesen. Alle haben bei diesem Wahnsinn mitgemacht, ich auch. Und auf einmal haben wir festgestellt, ganz ohne Regel und Grenzen geht es auch mit den Finanzmärkten nicht. Daraus ziehen wir jetzt die Lehren. Zitat Ende. Was für eine grandiose Analyse. Als gäbe es im staatsmonopolistischen Kapitalismus nicht genügend Regeln. Das Problem sind noch nicht fehlende Regeln. Das Problem ist, dass diese Regeln nur dazu da sind, den internationalen Monopolen ihre Maximalprofite zu garantieren. Auch noch so viele neue Regeln können daran nichts ändern, dass heute die Ausdehnung des Kapitals auf immer engere Märkte den erbitterten Widerstand der imperialistischen Konkurrenten stößt. Das macht es ihm immer schwerer, das akkumulierte Kapital wieder maximal profitbringend anzulegen. Angesichts der geballten ökonomischen Kompetenz von Wolfgang Schäuble und Co. sah sich die Sozialdemokratie genötigt, eine finanzpolitische Lichtgestalt als Kanzlerkandidat zu recyceln. Peer Steinbrück heißt der Mann, der jetzt auszieht, um Kanzler zu werden. Als Finanzminister der Großen Koalition hat er bereits seinen analytischen Scharfsinn unter Beweis gestellt. Im September 2008 hatte er doch glatt behauptet, der Ausbruch der Finanzkrise sei ein nur auf USA begrenztes Problem. Mit demselben Sachverstand hat er sich während seiner Tätigkeit als Finanzminister sehr verdient gemacht, damit die deutschen Banken, Versicherungsgesellschaften und Unternehmerverbände zufrieden Maximalprofite auftürmen konnten. Zum Lohn wurde er nach dem Abschied vom Ministersessel zu ungefähr 300 Veranstaltungen eingeladen, auf denen er für ein kleines Zubrot Reden hielt. Für den dabei verzapften Unsinn sagte er immerhin 1,2 Millionen Honorar ein. Ja, liebe Leute, im Zeitalter von WikiLeaks ist das die direkte Korruption durch Bargeld nicht mehr in. Eine halbe Stunde Quacksalberei von Peer Steinbrück wird immerhin auf diesen Veranstaltungen der ehrenwerten Gesellschaft von Unternehmerverbänden, Banken und Versicherungen mit einem honorischen Gegenwert von bis zu 24.000 Euro belohnt. Dass Steinbrück nun von der SPD zum Kanzlerkandidaten gekürt wurde, kennzeichnet nur den Kniefall vor dem Finanzkapital, das ihn regelrecht als Kanzlerkandidat gefordert hat. Ich bin fest davon überzeugt, Peer Steinbrück wird bei den Massen nicht dieselbe Sympathie erfahren wie bei den Spitzen des Finanzkapitals. Steinbrück war ein aktiver Träger der sogenannten Agenda 2010,
mit den Hartz-IV-Gesetzen, der Riester-Rente und sonstigen Schweinereien, die damals von der Schröder-Fischer-Regierung auf den Weg gebracht wurde und Millionen Arbeiter, Arbeitslose, Rentner und Alleinerziehende in die Armut stürzte. Uns als MLBD kann es nur recht sein, wenn uns ein solch ungeschminkter Repräsentant des Finanzkapitals als Wahlkampfgegner serviert wird. Wir werden das entsprechend honorieren. Liebe Kolleginnen, Freunde und Genossen, in Deutschland ist das Krisenmanagement untrennbar mit dem Einsatz des Systems der kleinbürgerlichen Denkweise verbunden. Das erweckt den Anschein, als würde hier die Krise glimpflich verlaufen und die Krisenlasten die Massen nicht so sehr treffen wie in Griechenland oder in Spanien, Portugal, Irland, Estland. Tatsächlich wurden bisher anders als in Griechenland die Renten und Löhne nicht auf einmal um 20-30% gekürzt. Aber Scheibchen für Scheibchen sanken die Realrenten in Deutschland seit dem Jahr 2010 ebenfalls um 20%. Das Rentenniveau wird nach der berühmten Riester-Rente bis 2030 auf 40% des letzten Nettoeinkommens absinken. Könnt ihr euch ausrechnen, was das bei 1500 Euro Rente bedeutet? Ganze 600 Euro Rente. Es ist vorauszusehen, dass ein wachsender Teil der Arbeiterklasse in die Altersarmut gedrückt wird. Schon 20% der Beschäftigten arbeiten heute in Deutschland zu Niedriglöhnen unter der Armutsgrenze. Bei den unter 25-Jährigen ist das bereits über die Hälfte der Beschäftigten. Dank der Agenda 2010 wurden die erkämpften Errungenschaften bei Arbeitslosigkeit, Krankheit und Rente in Deutschland Stück für Stück demontiert. Die Entwicklung des Imperialismus hat das Potenzial für eine revolutionäre Weltkrise weiter herausgebildet. Eine revolutionäre Weltkrise gäbe es, wenn in maßgeblichen Teilen der Welt die Massen, breiten Massen nicht mehr in der alten Weise leben wollen und die Herrschenden nicht mehr in der alten Weise regieren könnten und von der entscheidenden Mehrheit der Arbeiterklasse eine revolutionäre Veränderung des Gesellschaftssystems hin zum Sozialismus angestrebt würde. Eine solche revolutionäre Weltkrise haben wir noch nicht. Aber wir haben ein Potenzial. Das ist die potenzielle Energie. Das ist das, was einer solchen Weltkrise vorausgeht. Das sind die materiellen Voraussetzungen, aus denen sich eine solche Weltkrise entwickelt. Das Vertrauen der breiten Massen ist bereits in den Kapitalismus in Europa dramatisch unterhöhlt. Die Herrschenden sind immer weniger in der Lage, Ruhe in die ökonomischen und politischen Verhältnisse zu bekommen. In 13 Ländern der EU wurden in den letzten Jahren bereits die Regierungen ausgewechselt. Eine allgemeine Krisenhaftigkeit beherrscht die Szene. Von den kleinbürgerlichen Träumen, von der Versöhnung von Arbeit und Kapital, von der sozialen Marktwirtschaft oder dem Sozialstaat hört man kaum noch etwas, außer bei der Linkspartei. Sarah Wagenknecht hat jetzt in Ludwig Erhard den Urvater ihrer sozialen Gerechtigkeit entdeckt. Auf dem Weg der Karriere in der Linkspartei, in den Fraktions- oder Parteivorsitz, vergisst man schnell die grundlegenden Lehren des Marxismus, für die sie sich noch vor wenigen Jahren verwendet hatte, zumindest verbal. Die Regierungen sind heute nur noch damit beschäftigt, den Laden irgendwie am Laufen zu halten. Krisenmanagement ist heute das wichtigste Regierungsprogramm. Damit sich die breiten Massen dennoch ruhig verhalten, hat die kleinbürgerliche Kapitalismuskritik Hochkonjunktur. Sie wird sogar groß in den Medien verbreitet. Ich denke da zum Beispiel an die sogenannte Occupy-Bewegung. Kaum haben die Occupy-Aktivisten ihre Zelte im Bankenviertel in Frankfurt aufgeschlagen,
Da bekamen sie auch schon am selben Tag, ich habe das live erlebt, ich war krank in der Zeit und guckte da ein bisschen mehr Fernsehen. Alle Parteien sandten ihre herzlichen, solidarischen Grüße aus dem Bundestag in die Occupy-Gemeinschaft. Gespeist aus einer immer stärker um sich greifenden, spontanen Kapitalismuskritik unter der Jugend, aufgegriffen und gesponsert durch Multimilliardäre wie George Soros, mit allen medialen Aufwand gefördert, greifen sie die offensichtlichen Auswirkungen der Diktatur des internationalen Finanzkapitals an. Aber was schlagen sie denn vor? Die Macht der Banken begrenzen. Und wer soll das tun? Etwa unser Finanzminister Schäuble? Oder der Staat, der nichts anderes mehr tut, als Dienstleistungen für das internationale Finanzkapital zu gewähren, als Rettungsschirme für Milliarden Profite aufzuspannen auf Kosten der Steuerzahler und der armen Menschen hier in diesem Land? Nichts gegen die ehrlichen Motive vieler Aktivisten. Aber wer wirklich etwas grundlegend ändern will, der muss sich dem revolutionären Klassenkampf anschließen. Der Kapitalismus braucht keine neuen, wirkungslosen Paragraphen. Der Kapitalismus ist an einem Punkt angelangt, an dem er insgesamt ersetzt werden muss durch eine neue Gesellschaft, der die Ausbeutung und Unterdrückung sowie die Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur abgeschafft wird. Und das kann nur der Sozialismus sein. Liebe Kolleginnen, liebe Freunde und Genossen, die Angst vor einer solchen revolutionären Entwicklung besteht und greift im internationalen Finanzkapital und den Regierungen in den kapitalistischen Ländern um sich. Bangend fragt sich zum Beispiel der Schweizer Verteidigungsminister Ueli Maurer, so heißt er, Zitat, wie lange es noch möglich sei, die Krise mit Geld zu beruhigen. Denn in Spanien, Griechenland und Italien tickt mit der Massenarbeitslosigkeit und einer gefährlichen Radikalisierung der frustrierten Bevölkerung eine Zeitbombe. Zitat Ende. In Spanien, Griechenland und vor allem Südafrika sind bereits Polizei und Militär auf die streikenden Arbeiter losgegangen. Die Faschisierung des Staatsapparats ist eine systemimmanente Erscheinung und nicht einfach nur eine schlechte Angewohnheit mancher Regierenden. Die Faschisten mussten durch den breiten antifaschistischen Kampf der breiten Massen in den letzten Jahren herbe Niederlagen einstecken. Durch die Bank! Durch die Bank sausten die Wahlergebnisse der Rechten, der Faschisten, der Ultrareaktionären in den Keller. Und nach bürgerlichen Berichten hat die neofaschistische Szene in den letzten Jahren mindestens 50% ihrer Mitgliedschaft eingebüßt. Wir machen uns dennoch keine Illusionen über die faschistische Gefahr, insbesondere als Reaktion beziehungsweise Vorbereitung auf eine revolutionäre Entwicklung der Arbeiterbewegung. Wäre den Anfängen und eine systematische antifaschistische Aufklärung sowie die Losung keinen Fußbreit der Faschisten ist und bleibt eine wichtige allgemeine Leitlinie für die Kleinarbeit der MLPD. Liebe Freunde und Kollegen, die Kleinarbeit der MLPD ist ebenso wie unsere Partei und Leitungstätigkeit Teamarbeit. Ich gebe jetzt das Wort weiter an das Mitglied des Zentralkomitees, Reinhard Funk. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, seit dem Beginn der Eurokrise 2010 entstand ein Sturm ökonomischer und politischer Massendemonstrationen und Streiks durch Süd- und Westeuropa. Allein 13 Regierungen in den 27 EU-Staaten mussten abdanken. Angeregt durch die Massenkämpfe in Südeuropa kam es zu länderübergreifenden Aufstandsbewegungen für Freiheit und Demokratie in 40 Ländern Nordafrikas und den arabischen Ländern.
Jahrzehntelang herrschende Diktatoren wie Mubarak in Ägypten oder Ben Ali in Tunesien wurden vertrieben. Das war ein hervorragendes Signal, das seinerzeit auf Südeuropa zurückwirkte. Vor allem Jugendliche, Arbeiter und Frauen wurden massenhaft von einer revolutionär-demokratischen Stimmung erfasst. Doch in tragischer Weise ist diese Aufstandsbewegung inzwischen in eine Sackgasse geraten. In Libyen oder Syrien wurde sie sogar zum Spielball imperialistischer Interessen. Eindringlich zeigt uns dies, dass die revolutionären, marxistisch-leninistischen Kräfte heute noch zu schwach sind, um diese Aufstände anzuführen und ihnen eine Perspektive zu geben. Das müssen wir als einen aufrüttelnden Auftrag verstehen. Die gegenseitige Unterstützung im revolutionären Parteiaufbau muss in nächster Zukunft der führende Faktor in der Koordinierung und Revolutionierung der internationalen Zusammenarbeit werden. Von besonderer Bedeutung ist, dass seit dem Frühjahr 2012 die führende Rolle des internationalen Industrieproletariats deutlicher hervortritt. Der mutige, mit Todesverachtung geführte Kampf der südafrikanischen Bergarbeiter seit August 2012 entwickelte sich vom selbstständigen Kampf um höhere Löhne zu einem politischen Massenkampf. Seine Grundlage war die Ablehnung der Klassenzusammenarbeitspolitik der vom ANC geführten Regierung mit den internationalen Bergbaumonopolen und der reformistischen Gewerkschaftsführung der NUM. Kein Betrug, keine Gewaltmaßnahme des Staates konnte die Massenkämpfe der Arbeiter Südafrikas bisher von ihrem Kampf um ihre Forderungen abhalten. Sorgenvoll analysiert die Financial Times Deutschlands vom 30. Oktober 2012. Zitat: Zahlreiche Kumpel klagen darüber, dass sie sich von ihren Gewerkschaften schon lange nicht mehr vertreten fühlen. Im Marikana kam es zum offenen Konflikt. Die Minengewerkschaft NUM distanzierte sich von den wild streikenden Chaoten. In Scharen laufen die Kumpel zu der neu gegründeten Vereinigung der Minenarbeiter und Baugewerkschaft über. Gleichzeitig bot die Regierungspartei zahlreichen Gewerkschaftern Jobs im Kabinett und der Verwaltung an. Soweit das Blatt und berichtet weiter, dass die schwarze Bevölkerungsmehrheit jetzt erkannt habe, dass Regierung und Gewerkschaftsführung nicht für sie sprechen. Und als Fazit: Bis die Arbeiter sich ihre eigene politische Stimme schaffen, werde es zwar noch dauern, aber aufhalten lässt sich die Revolte nicht mehr. Soweit aus der Financial Times Deutschlands. Ich freue mich, mit Sidwell, einem ICOR-Vertreter der revolutionären Partei CPSAML aus Südafrika, hier begrüßen zu können. Die CPSAML hat sich auf den Weg gemacht, eine starke marxistisch-leninistische Partei in Südafrika aufzubauen. Unterstützt wird dieses Vorhaben von der ICOR Afrika, die am letzten Wochenende gegründet wurde und demonstrativ ihren Sitz in Südafrika beschlossen hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, es ist nicht einfach nur eine Meinungsverschiedenheit, wenn sich bekannte Repräsentanten der DKP in dieser zugespitzten Klassenauseinandersetzung auf die Seite des Terrors gegen die Bergleute in Südafrika stellen. Ihren Kampf als Rauditum und Spaltung der Arbeiterbewegung diffamieren und den Lesern der UZ
ein Horrorbild der angeblich mordenden, streikenden zeichnen. Die DKP muss sich nicht wundern, wenn sie mit diesem offenen Klassenverrat und ihren arbeiterfeindlichen Positionen noch tiefer in ihre seit Jahren anhaltende Krise rutscht. Denn eine vermeintlich kommunistische Partei, die im entscheidenden Augenblick nicht in der Lage ist, Kost zu halten und einen klaren Klassenstandpunkt einzunehmen, ist so überflüssig wie ein Kropf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Genossen, etwas anders stellt sich die Sache dar in Bezug auf die streikenden Stahlarbeiter von Aspromyrgos in Griechenland nach 9 Monaten Streik. Dieser Streik wurde maßgeblich von Gewerkschaften und Stahlarbeitern organisiert, die eng mit der KKE, der Kommunistischen Partei Griechenlands, verbunden sind. Zweifellos gibt es ideologisch-politische Differenzen zwischen MLBD und KKE. Aber die internationale Solidarität erfordert, alle Meinungsverschiedenheiten beiseite zu rücken und alles zu tun, damit dieser heroische Streik gegen die EU-Krisenprogramme in die Troika zu einem internationalen Signal des Klassenkampfs wird. Ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich die Delegation aus der Streikführung der Stahlarbeiter von Aspromyrgos hier auf dieser Veranstaltung. MLBT und ICOR Europa haben durch ihre Öffentlichkeitsarbeit und die Organisierung der praktischen und moralischen Solidarität den griechischen Stahlarbeitern geholfen, ihren 272 Tage langen Streik zu einem politischen und moralischen Erfolg zu machen, der tief in das Industrieproletariat und in Deutschland und in Europa darüber hinaus ausstrahlte. Umgekehrt hat dieser Streik auch dazu beigetragen, diese sogenannte Griechenhetze in den Medien zurückzuweisen. Der Streik verdeutlichte, hier sind nicht etwa faule Griechen am Werk, hier sind Stahlarbeiter, wie sie hier in Deutschland auch existieren, am Kämpfen gegen 20-30-prozentige Lohn- oder Rentenkürzungen. Und das weckte den Klassenstandpunkt der deutschen Arbeiter und der Bevölkerung. Und heute hört man wenig mehr über diese Griechenhetze am Anfang, wo man immer nur von den faulen Griechen in den Medien hörte. Ein sehr wichtiger Erfolg. Die Arbeiterklasse kann nicht siegen, wenn sie durch tausenderlei Meinungsverschiedenheiten gespalten ist und ihre Gemeinsamkeiten dadurch in den Hintergrund rücken. Dass die Stahlarbeiter nach 272 Tagen ihren Streik aufgeben mussten, ohne ihre Forderung durchgesetzt zu haben, lag weniger an dem Streik selbst. Es war die erhobenen Hauptes getroffene nüchterne Einschätzung, dass man schwerlich von einem Betrieb aus eine internationale Institution des Finanzkapitals wie die EU, die Europäische Zentralbank oder den WWF in die Knie zwingen kann. Da muss mehr geschehen. Dazu muss es künftig gelingen, bei solchen bedeutenden Kämpfen länderübergreifend zu kämpfen und durch Streiks und Demonstrationen eine koordinierte taktische Überlegenheit gegenüber diesen Institutionen herzustellen. Im Klartext bedeutet das nichts anderes, als dass die Koordinierung und Revolutionierung über Ländergrenzen hinweg künftig zu einer unbeirrbar durchzuführenden Aufgabe in der Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit sein muss. Ich freue mich ganz besonders, auch ermutigt durch unsere Diskussionen hier auf dem Europaseminar, dass die Stahlarbeiter von Aspromyrgos am Dienstag neu entscheiden werden, ob sie wieder in ihren Streik treten, nachdem man ihnen schon wieder Geld gekürzt hat. Applaus
Und ich versichere diesen Arbeitern an dieser Stelle, dass wir unsere Solidarität genauso fortsetzen wollen, wie wir das bisher auch getan haben. Und wir werden das steigern. Und ich bin fest davon überzeugt, dass viele europäische Delegationen das auch in ihre Länder tragen werden und uns dabei gemeinsam mit uns arbeiten werden. Die neue Organisation der internationalen Produktion hat zu der Konkurrenz der Arbeiter, die es ohnehin im nationalen Maßstab in den einzelnen Betrieben gibt, eine neue Art von Konkurrenz hinzugefügt. Die Konkurrenz zwischen den Arbeitern der einzelnen Länder. Darauf muss heute entschlossen geantwortet werden. Am wichtigsten ist natürlich der Zusammenschluss der revolutionären Parteien und Organisationen zur Koordinierung von Parteiaufbau und Klassenkampf. Aber auch die Arbeiterkämpfe müssen international koordiniert werden, ebenso wie die Frauenbewegung, die Jugendbewegung, die Umweltbewegung oder der Kampf für den Weltfrieden. So wird sich Stück für Stück eine antiimperialistische Front im Weltmaßstab herausbilden, die dem Imperialismus überlegen sein wird, ihn besiegen kann und den Weg zum Aufbau des Sozialismus ebnet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, inzwischen verlagern sich die Klassenauseinandersetzungen mehr auf die Automobilindustrie. Ford will in Europa das Werk im belgischen Genk und zwei Werke in England schließen. Auch General Motors will in diesem Jahr noch 2600 Arbeitsplätze in Europa vernichten und kündigt gebetsmühlenartig die Schließung des Werks Bochum ab spätestens 2016 an. Schon im Sommer gab es gemeinsame Kampfaktionen von französischen PSA-Arbeitern und den Opel-Kollegen. Die Europa- und zum Teil weltweit koordinierte Politik der Regierungen und Konzerne erfordert einen gemeinsamen Kampf der Arbeiter- und Volksmassen im internationalen Maßstab. Aber was ist die Grundlage dafür in der Parteiarbeit? Bei uns ist der feste Bestandteil unserer marxistisch-linischen Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit ist eine positive Gewerkschaftsarbeit. Positiv, weil wir dort nicht in erster Linie rangeln um die Führung, um diese reformistisch geführten Gewerkschaften. Das ist ohnehin nicht möglich. Wir kämpfen um das Bewusstsein und den Kampfwillen der breiten Masse der Gewerkschaftsmitglieder. Das ist positive Gewerkschaftsarbeit. Und wie ihr schon gehört habt, sind bei uns 80% unserer Mitglieder Gewerkschaftsmitglieder und stehen an der Spitze einer solchen gewerkschaftlichen Kleinarbeit, um die Gewerkschaften wieder zu Kampforganisationen zu machen, die eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung des Klassenbewusstseins im Massenumfang darstellt. Die berechtigte Wut und Kritik über die Politik des Betriebsrats und Gewerkschaftsspitzen dürfen uns nicht zur Abkapselung in eine Gewerkschaftsopposition oder gar in die Gründung neuer, vermeintlich lupenreiner, vielleicht sogar noch revolutionäre Gewerkschaften treiben. Gerade in Deutschland wissen wir aus unserer Geschichte, dass die Spaltung der Arbeiterbewegung in den Gewerkschaften zwischen sozialdemokratischen Gewerkschaften und revolutionären Gewerkschaften in der Weimarer Republik eine wesentliche Ursache dafür war, dass die Arbeiterklasse mit dem Faschismus nicht fertig geworden ist. Erst in den Konzentrationslager haben sich die Arbeiter der Sozialdemokraten und der Kommunisten wieder die Hände gereicht und gemeinsam ihren antifaschistischen Widerstand organisiert. Das darf uns nicht noch einmal passieren. Wir dürfen den Massen nicht vorauseilen, sondern wir müssen sie mitnehmen. Wir würden da nur die klassenkämpferischen Kräfte von der Masse der Kollegen isolieren und sie dem Einfluss von Reformismus und Sozialchauvinismus überlassen.
Wir treten also entschieden dafür ein, dass die Gewerkschaften Kampforganisationen für die Verbesserung der Arbeits- und Lohnbedingungen werden und Schluss machen mit der reformistischen Klassenzusammenarbeitspolitik und tragen aktiv den Geist des Klassenkampfs in die Gewerkschaften. Deshalb tritt die MLBD auch für die aktive Vorbereitung des ersten länderübergreifenden Generalstreiks seit dem Zweiten Weltkrieg am 14. November in Europa ein. Dazu rufen bisher Gewerkschaften in Portugal, Spanien, Malta, Zypern auf. In Griechenland beraten die Gewerkschaften den für den 18.11. geplanten nächsten Aktionstag, das wäre ein Sonntag, auf den 14.11. vorzuverlegen. In Spanien ruft die größte Gewerkschaft, die CGD, landesweit zu Streiks auf. In den italienischen und englischen Gewerkschaften sowie von vielen Aktivisten anderer Länder wird die Beteiligung am Tag des europäischen Generalstreiks schon entschlossen in Angriff genommen. Das Europaseminar von MLBD und ICO Europa mit 1250 Teilnehmern aus 29 Ländern, aus mindestens 30 Belegschaften internationaler Monopole sowie sämtlicher großer Gewerkschaften in Deutschland hat sich darauf vereinheitlicht, den länderübergreifenden europäischen Generalstreik mit allen Kräften zu unterstützen und ihn zum Signal der Arbeiteroffensive und der Internationalisierung des Klassenkampfs zu machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Genossen, wir sind stolz darauf, eine echte revolutionäre Arbeiterpartei zu sein. 71% unserer Mitglieder sind Arbeiter und einfache Angestellte. Das ist das Ergebnis der Konzentration der Kräfte auf die Hauptkampflinie in Betrieb und Gewerkschaft zur Gewinnung der entscheidenden Mehrheit der Arbeiterklasse. Die MLBD hat sich im Laufe der Zeit das Know-how zur Führung von Massenstreiks und Massenkämpfen angeeignet. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass bei der Klassenzusammenarbeitspolitik zwischen den Monopolen, der Regierung und der rechten Gewerkschaftsführern immer auch die sorgenvolle Frage im Raum steht, was von der MLBD wohl zu erwarten ist. Wie anders ist der Eiertanz um die Schließung des Bochumer Opelwerks zu erklären? Vor einer Woche, in der Nacht vom Freitag auf Samstag, den 27. Oktober, wurde den Opelanern bekannt gegeben, dass sie vorher von der IG Metall-Führung ohne jedes Mandat der Belegschaft gestundete Tariferhöhung von 4,3% erstmal ausbezahlt wird und dem Werk eine Bestandsgarantie statt bisher 2004 sogar bis 2016 gegeben wird. Das hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, dass kämpferische Kollegen und Vertrauensleute mit Kollegen, die der MLBD zugerechnet werden, einen selbstständigen Streik für diesen Samstagmorgen vorbereitet hatten. Trotz Hetze und Warnung vor einem MLPD-Streik ließen sich die kämpferischen Gewerkschafter nicht abhalten und sind stolz auf den Effekt. Wie sagte ein Kollege, wir haben nur den Revolver gestreichelt und den ersten Knopf am Kragen aufgemacht, da haben die schon zurückgezogen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine bedeutende Entwicklung im internationalen Industrieproletariat erleben wir derzeit bei Ford. Am 24. Oktober wurde die Stilllegung von zwei Werken in Großbritannien und des Werks im belgischen Genk bekannt gegeben. Während die reformistische IG Metall bzw. Betriebsratsspitze bei Ford in Köln keinen Finger krumm macht, das Werk ist 120 Kilometer weg, um den gemeinsamen Kampf zu entwickeln, hat sich die Betriebsgruppe der MLBD sofort für den gemeinsamen länderübergreifenden Kampf eingesetzt. Kämpferische Kollegen haben eine Delegation nach Genk gebildet und sind für den unbefristeten Streik aller Fortbelegschaften eingetreten.
Die MLPD hat in den letzten Jahren ein System der Konzernzusammenarbeit aufgebaut, in dem die Betriebsgruppen der MLPD in einem Konzern auch länderübergreifend zusammenarbeiten. Kämpfe als Schule des Klassenkampfs zu führen, das geht nicht als Einzelkämpfer, das geht nur organisiert. Ich kann jeden klassenbewussten Arbeiter nur ermutigen, Mitglied in der MLPD zu werden. Ich gebe jetzt das Wort an die stellvertretende Parteivorsitzende Monika Gärtner-Engel. Liebe Kolleginnen, liebe Genossinnen, liebe Freundinnen und Freunde, Frauen und Mädchen haben in den Aufständen und Kämpfen der letzten Jahre auf der ganzen Welt in neuer Entschlossenheit die Bühne des Kampfes betreten. Dem trägt die MLPD mit einer nunmehr 20-jährigen systematischen marxistisch-leninistischen Frauenarbeit Rechnung. Die Erfolgsgeschichte unserer Frauenarbeit begann mit einer Selbstkritik. Ende der 1980er Jahre hatten wir noch vor, eine marxistisch-leninistische Frauenorganisation aufzubauen. Willi Dikut, der Pionier im Parteiaufbau der MLPD, kritisierte das. Er sagte: Das ist alles viel zu eng. Die revolutionären Frauen gehören in die Partei. Die dialektische Schlussfolgerung aus den Fehlern der kommunistischen Bewegung mit ihren pseudo-überparteilichen Frauenorganisationen ist die Förderung wirklich überparteilicher Frauenorganisationen. Soweit Willi Dikut. Die grundsätzlichen Diskussionen, die er dadurch in der MLPD auslöste, wurden zum Fundament der Frauenarbeit der MLPD. Die MLPD förderte seitdem den Aufbau des überparteilichen Frauenverbandes Courage. Nachdem wir einige Jahre praktische Erfahrungen in der Frauenarbeit gesammelt hatten, war es an der Zeit, sie theoretisch zu verarbeiten. In der Erstellung der Streitschrift »Neue Perspektiven für die Befreiung der Frau« stießen wir auf den verschütteten doppelten Produktionsbegriff von Marx und Engels. Marx und Engels sprechen von einem doppelten Prozess: der Produktion und Reproduktion des menschlichen Lebens in der Familie zum einen und der Lebensmittel im weitesten Sinn zum anderen. Nur wer das begreift, wird auch verstehen, dass die Lösung der Frauenfrage nicht in einer formalen Gleichberechtigung durch irgendeine Quotenregelung bestehen kann. Die Befreiung der Frau ist identisch mit der Überwindung der bürgerlichen Familienordnung, die wiederum nur überwunden werden kann, wenn die kapitalistische Lohnarbeit überwunden, wenn der Kapitalismus durch den Sozialismus ersetzt ist. Die soziale Frage beinhaltet also nicht nur die Ausbeutung der Lohnarbeit, sondern auch die Befreiung der Frau von der bürgerlichen Staats- und Familienordnung. Statt der formellen Quotenregelungen des kleinbürgerlichen Feminismus entwickelten wir in der MLPD ein umfassendes Konzept der Frauenförderung der MLPD. Inzwischen liegt der Frauenanteil der MLPD bei 43%. Das ist der höchste in der ganzen Parteienlandschaft der BRD. Aus der dynamischen Verbindung der Revolutionärinnen mit einer wachsenden Masse parteiloser Frauen unterschiedlicher Couleur entstand ein kräftiger Impuls für die kämpferische Frauenbewegung in Deutschland. Ab 1996 entstand der Frauenpolitische Ratschlag. Er hat auch den Gedanken der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen geboren
und sie hat erfolgreich stattgefunden. Ganz besonders kann man auch zum kürzlich erfolgreich durchgeführten 10. Frauenpolitischen Ratschlag gratulieren. Da ist die Saat von 20 Jahren unermüdlicher Kleinarbeit, Ideenreichtum und Organisationstalent aufgegangen. Die Ernte ist der vorbehaltlose, respektvolle Meinungs- und Erfahrungsaustausch auf dem ganzen Spektrum der Frauenbewegung und eine unübersehbare Belebung der kämpferischen Frauenbewegung in Deutschland mit internationaler Ausstrahlung. Es ist kein Zufall, dass mehrere der prominenten Teilnehmerinnen des Frauenpolitischen Ratschlags freimütig berichteten, dass ihnen vor ihrer Teilnahme eine intensive Telefonseelsorge zuteil wurde, die sie aufzuklären und natürlich abzuhalten versuchte. Nach dem Motto, weißt du eigentlich, wo du dahin gehst? Aber das Gift der antikommunistischen Vorbehalte, das jahrelang als Wunderwaffe wirkte zur Spaltung der Frauenbewegung, verliert unübersehbar an Wirkung. Der Vater solcher Erfolge ist der Sieg über den modernen Antikommunismus und die Mutter der unbeirrbare Einsatz für die Befreiung der Frau. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, der seit fast 10 Jahren festzustellende, beginnende Umschlag der Umweltkrise in eine globale Umweltkatastrophe setzt sich unvermindert, ja beschleunigt fort. Unter den Bedingungen der Weltwirtschafts- und Finanzkrise verstärkt sich der kapitalistische Zwang, das überakkumulierte Kapital ohne jede Rücksicht auf Mensch und Natur anzulegen. Der rücksichtslose Raubbau der natürlichen Ressourcen gehört heute zur allgemeinen Praxis der internationalen Monopole, genauso wie die menschheitsbedrohliche Deformierung der Atmosphäre, des Wassers, des Klimas und des ökologischen Gleichgewichts unserer Biosphäre. Gegenüber der Kyoto-Konferenz von 1992 stieg der globale CO2-Ausstoß um 20% auf mittlerweile im Jahr 2011 insgesamt 34 Milliarden Tonnen CO2. Seit Mitte der 1980er Jahre entstand über der Antarktis, Australien und Neuseeland ein Ozonloch, das mit 27 Millionen Quadratkilometern 2006 die größte Ausdehnung hatte. Eine dramatische Entwicklung erleben wir zurzeit mit einer rasanten Eisschmelze in der Arktis, mit einer Halbierung der sommerlichen Eisfläche gegenüber den 1970er Jahren. Die jetzt schon irreparablen Auswirkungen sind verheerend. Hautnah erleben wir aktuell die zunehmend katastrophale Entwicklung in Form des neuen Rekordsturms Sandy. Er bedrohte den Lebensraum der Karibikländer, Haiti, Jamaika, Kuba und Dominikanische Republik sowie von 50 Millionen Menschen an der Ostküste der USA. Allerdings hielten es die bürgerlichen Medien für weniger erwähnenswert, über die gewaltigen Verwüstungen in der Karibik zu berichten, die von den US-Imperialisten verächtlich als ihr Hinterhof bezeichnet wird. Bisher 73 Todesopfer forderte der Hurrikan in der Karibik, 55 in Haiti. 18.000 Familien verloren in den Flüchtlingslagern ihre Wohnungen. Im Süden des Landes wurden 70% der Ernte vernichtet. Über das dramatische Ausmaß der Schäden danach in den US-Metropolen werden wir dagegen fast stündlich informiert. Doch auch dabei erscheint es wichtiger, dass die Börse 3 Tage geschlossen war, als dass über 400.000 Menschen in den USA evakuiert werden mussten, Schulen und U-Bahnen wegen Überflutung geschlossen wurden und bisher über 100 Menschen starben. 6 Millionen Menschen waren ohne Strom. 3 Atomkraftwerke wurden beschädigt und mussten abgeschaltet werden.
Dieser Sturm und seine Heftigkeit sind keineswegs eine zufällige Naturkatastrophe, sondern Ergebnis der durch Profitgier bewusst in Kauf genommenen Klimakatastrophe. Anzahl und Ausmaß von Verwüstungen, tödlicher, lokaler und regionaler Umweltkatastrophen sind Ausdruck der zerstörerischen Eigendynamik, die die kapitalistische Profitwirtschaft bereits hervorgebracht hat. Dass dies in den bürgerlichen Medien tunlichst heruntergespielt wird, dafür sorgen millionenschwere Denkfabriken der sogenannten Klimaskeptiker, die wissentlich die Ursachen der Klimakatastrophe aus der Profitgier der Kapitalisten zu vertuschen versuchen. DPA verbreitete gestern, dass, so wörtlich, die Wall Street vermutlich zu Beginn der nächsten Woche wieder richtig in Schwung kommt. Viele Investoren, so DPA, setzen bereits darauf, dass der Wiederaufbau nach Sandy neue Kräfte freisetzt. Erhebliche Investitionen seien zu erwarten. Zitat Ende. Dieser zynischen Freude an der Umweltkatastrophe setzen wir entgegen. Rettet die Umwelt vor der Profitwirtschaft. Kampf der globalen Umweltkatastrophe durch eine internationale Widerstandsfront und den Kampf für den echten Sozialismus. Liebe Freunde und Genossen, nach der Atomkatastrophe von Fukushima war die MLBD die erste Partei, die half, in Deutschland bundesweit die Proteste zu organisieren. Wir forderten insbesondere die Montagsdemonstration auf, diesen Protest zu organisieren, und tatsächlich haben sich 3 Tage nach dieser Katastrophe in über 750 Ländern Massendemonstrationen gegen die Atomkraft gebildet. In der MLBD gab es auch eine Serie von Aufklärungsfluchblättern, wo wir kompetent Stellung nahmen. Teilweise wurden diese Fluchblätter sogar auf Japanisch übersetzt. Nach Aussage eines führenden japanischen Gewerkschafters und Umweltaktivisten Hidefumi Sakoda haben diese fundierten Stellungnahmen eine große Wirkung auf die Stärkung und auch Entstehung dieser großen Umweltbewegung in Japan gehabt, die innerhalb kürzester Zeit eine der stärksten der Welt geworden ist. In Japan wurden bereits bis August 7,5 Millionen Unterschriften für die Stilllegung aller Atomkraftwerke gesammelt. Dass wir uns so rasch und zielklar positionieren konnten, hat seine Wurzel in der vorausgegangenen theoretischen Arbeit. In der Ausarbeitung des Buchs Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution wurde uns klar, dass sich mit der Neuorganisation der internationalen Produktion ein Antagonismus zwischen kapitalistischer Profitwirtschaft und langfristigem Erhalt der Lebensgrundlagen der Menschheit herausgebildet hatte. Entweder endet das Zeitalter des Kapitalismus oder die Existenz der Menschheit. Der Stuttgarter Parteitag und unmissverständlich die hier und da noch anzutreffende Unentschlossenheit unserer Genossen und manch einer Gruppe und Leitung in der Umweltarbeit kritisiert. In diesem Zusammenhang haben wir uns als Schlussfolgerung vorgenommen, in den nächsten 4 Wochen zu powern, die weltweite Unterschriftensammlung von ICOA und ILPS zur Schließung aller Atomkraftwerke und zur Abschaffung aller Atomwaffen erfolgreich abzuschließen. Das Zögern in den Umweltaufgaben bringt eine gravierende Unterschätzung der Problematik zum Ausdruck. So, als ob die MLBD nur etwas mehr in der bestehenden Umweltbewegung mitmischen müsste, um mit dem entsprechenden Druck die notwendigen umweltpolitischen Reformen im Kapitalismus durchzukämpfen. Diese letztlich reformistische oder revisionistische Ansicht leugnet, dass die Umweltfrage zu einer Systemfrage geworden ist.
Sie ist ein Einfluss aus der bestehenden, kleinbürgerlich geprägten Umweltbewegung in die marxistisch-leninistische Partei. Diese Umweltbewegung hat zweifellos große Verdienste. Sie hat viel Aufklärung gemacht. Und sie hat auch viel zum Umweltbewusstsein in Deutschland beigetragen. Aber sie ist nach wie vor stark von der Arbeiterbewegung abgekapselt, teilweise überheblich gegenüber den Massen, vorwiegend auf Zeit- oder projektbezogene Aktivitäten eingeengt, nur lose organisiert, kaum internationalistisch ausgerichtet. Und eine ganze Reihe der führenden Repräsentanten sind engstirnig antikommunistisch beeinflusst. Deshalb muss auch die Umweltbewegung sich verändern, wenn sie der neuen Qualität der Umweltproblematik gerecht werden will. Liebe Freunde und Genossen, neue Entwicklungen erfordern neue Erkenntnisse und neue Aufgaben erfordern neue Organisationsformen. In diesem Sinne halte ich den auf dem Internationalen Umweltratschlag 2010 eingebrachten Vorschlag, eine Umweltgewerkschaft, für ausgezeichnet. Eine solche Gewerkschaft orientiert auf den Verursacher der heutigen globalen Umweltkatastrophe, betont den Klassenwiderspruch in diesem Problem. Die kapitalistische Profitwirtschaft unter dem Traktat des alleinherrschenden internationalen Finanzkapitals. Eine solche Gewerkschaft organisiert die Hauptkraft in diesem Kampf, das internationale Industrieproletariat und die Masse der Arbeiterklasse. Eine solche Gewerkschaft vereinigt die Arbeiter mit ihren vielfältigen Verbündeten aus allen Schichten der Bevölkerung. Eine solche Gewerkschaft steht für harten Kampf und unverbrüchliche Solidarität. Eine solche Gewerkschaft fordert heraus, die negativen Erfahrungen mit den Gewerkschaftsbürokraten und ihrer Politik der Klassenzusammenarbeitspolitik dialektisch zu negieren. Eine solche Gewerkschaft muss natürlich überparteilich, internationalistisch ausgerichtet sein und muss auch eine Diskussion über die Systemalternative zur kapitalistischen Profitwirtschaft führen. Wenn auch nicht jeder, der in dieser Gewerkschaft Mitglied werden will, von vornherein für den Sozialismus sein muss. Immer wieder höre ich Einwände, dass es so viele bedenkliche und abwehrende Stimmen gegen diesen Vorschlag der Umweltgewerkschaft gäbe. Dabei gibt es noch gar nicht so sehr viele Diskussionen unserer Genossen mit den Massen. Aus meiner Sicht sind diese Bedenken nichts anderes als die Infragestellung der Notwendigkeit einer tatsächlichen Selbstveränderung der Umweltbewegung. Der Gewerkschaftsgedanke wird infrage gestellt, weil nicht verstanden wird, dass die Arbeiterklasse die führende Kraft in der Umweltbewegung werden muss. Der Gewerkschaftsgedanke wird infrage gestellt, weil immer noch als Hauptverursacher der Umweltprobleme das mangelnde Bewusstsein der Massen herumgeistert. Und der Gewerkschaftsgedanke wird infrage gestellt, weil die notwendige, feste und dauerhafte und auch disziplinierte Organisation die Überwindung von Aktionismus und Anbetung der Spontanität erfordert. Es ist höchste Zeit, liebe Genossen, diesen hervorragenden Vorhaben mit allem Nachdruck zum Durchbruch zu verhelfen und den Aufbau einer Umweltgewerkschaft zum handgreiflichen Bestandteil der Strategiedebatte und der Veränderung der Umweltbewegung zu machen. Ich gebe jetzt das Wort an das Mitglied des Zentralkomitees, Gabi Gärtner. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen,
Wir beginnen heute mit einer neuen Offensive für den echten Sozialismus und gegen den modernen Antikommunismus in Verbindung mit der Beteiligung der MLPD an den Bundestagswahlen. Wir haben in den letzten Jahren festgestellt und in unserem Buch Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution ausgewertet, dass, Zitat, solche taktischen Offensiven des revolutionären Parteiaufbaus und des echten Sozialismus am besten geeignet sind, die Gewinnung der entscheidenden Mehrheit der Arbeiterklasse, die Einbeziehung der breiten Massen in den Kampf gegen Regierung und Monopole und die Selbstveränderung der Partei als dialektische Einheit zu verwirklichen. Zitat Ende. Die MLPD wird auch diesmal flächendeckend und in den Zentren Deutschlands auch mit Direktkandidaten zur Wahl stehen. Das ist gar nicht so selbstverständlich, denn für jede unserer 16 Landeslisten müssen wir zunächst einmal 2000 Unterstützungsunterschriften auf fürchterlich bürokratischen Formblättern sammeln. Und für jeden Direktkandidaten und jede Direktkandidaten sind insgesamt nochmal 200 Unterschriften nötig. Insgesamt also rund 40.000 solcher Unterschriften, die dann, wie sich das für Deutschland gehört, jede einzelne aufs Einwohnermeldeamt getragen werden muss, um dann amtlich bürokratisch mit einem Stempel beglaubigt zu werden. An einem solchen Wahlbehinderungsverfahren scheitern doch schon viele kleinere Parteien, die nicht über die organisatorische Schlagkraft der MLPD verfügen. Selbstverständlich müssen die Parteien, die schon im Bundestag sitzen, keine einzige Unterschrift sammeln und man könnte wahrscheinlich sagen, ein Glück für die FDP. Wir werden diese Wahlbehinderung nicht nur überwinden, sondern sie auch nutzen, um neue Verbindungen zu den Massen aufzunehmen, insbesondere in den Gebieten, in denen die MLPD noch nicht so bekannt ist. Wir kämpfen um jede Stimme und verbinden das mit einer intensiven Aufklärungsarbeit im Kampf gegen den modernen Antikommunismus. Schon im Vorfeld haben wir, die MLPD, unsere Listen geöffnet für kämpferische Betriebsräte, couragierte Frauen, für Vertreter von Migrantenorganisationen, für Kulturschaffende und Wissenschaftler, für Kommunalpolitiker, für rebellische Jugendliche und natürlich auch für viele Revolutionäre aus der MLPD. Und auf diese Kandidaten können wir wahrlich stolz sein. Prozent unserer Kandidatinnen und Kandidaten sind Arbeiterinnen, Arbeiter und kleine Angestellte, 39% sind Frauen, 6% Migranten und wir haben auch eine ganze Reihe jugendlicher Kandidaten und Kandidatinnen gewinnen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen uns natürlich keine Illusionen über die Wahlergebnisse, denn wir kennen die ungleichen Bedingungen, die Medienzensur und die gewaltigen Hürden, die gegen uns aufgebaut werden. Aber wir lassen uns auch nicht verbiegen. Wir verkaufen unseren revolutionären Kurs nicht für das Linsengericht eines mediengeförderten Booms, wie es andere Parteien machen und letztlich doch fast nur existieren durch diesen Medienboom, der mit ihnen gemacht wird. Anders die Linkspartei. Bis heute haben die Führer dieser Linkspartei nicht begriffen, dass sie 2005 von den Herrschenden nur instrumentalisiert wurden. Sie bekamen eine gigantische Medienpräsenz, weil sie als Damm gegen die Revolutionierung der Massen doch bestens geeignet waren. Und nachdem die Linkspartei dann scheinbar erfolgreich dafür sorgen konnte, dass die MLPD im Hintergrund gehalten wurde, hat auch ihre Medienpräsenz immer mehr nachgelassen. Doch schnell zogen die Medien eine neue, scheinbar unkonventionelle Alternative aus dem Hut, die Piratenpartei.
Zwischenzeitlich erreichten diese Piraten bei Umfragen bis zu 13%, zogen in 3 Landtage ein und wurden als neue Hoffnungsträger im Linkstrend hochstilisiert. Doch inzwischen ist auch dieser Feuerzauber vorbei und die Piraten werden in den Umfragen gerade noch bei 4% gehandelt. Die Linkspartei ist zum Spielball der bürgerlichen Öffentlichkeitsarbeit geworden. Doch statt ihre Probleme nun wirklich aufzuarbeiten, hat sie auf ihrem letzten Parteitag für den Wahlkampf die, Zitat, Abkehr von der zum Teil aggressiven Strategie vergangener Wahlkämpfe beschlossen und will eine, Zitat, zuhörende, einbindende und einladende Tonalität anschlagen. Man muss dabei sagen, nicht bei ihrem Parteitag, sondern im Wahlkampf. Ihr Ziel ist eine mögliche Regierungsbeteiligung mit SPD und Grünen. Und dazu muss man natürlich auch die letzten Reste einer radikalen gesellschaftlichen Alternative abstreifen. Liebe Genossinnen und Genossen, Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns im Wahlkampf insbesondere mit dem Argument einer alternativlosen Politik auseinandersetzen. In der Rentenpolitik zum Beispiel der Regierung scheint der Verzicht aller als alternativlos. Natürlich stimmt es, dass in unserer Gesellschaft immer mehr Rentner und immer weniger Kinder sind. Aber der Anteil der Menschen im erwerbsfähigen Alter ist heute mit 61% der Bevölkerung sogar auf einem Höchststand in der Geschichte Deutschlands. Vor allem aber ist die Produktivität der Werktätigen in den letzten Jahren geradezu explodiert. Seit 1991 umfasst 35% je geleistete Arbeitsstunde und die Arbeitsproduktivität der Industriebeschäftigten ist sogar um 200% im gleichen Zeitraum angestiegen. Mit der Demografiedebatte, wie sie so schön genannt wird, wird doch lediglich vertuscht, dass es eine groß angelegte Umverteilungspolitik ist, von unten nach oben, um die es hier geht, und dass die Kapitalisten immer weitergehender von den Sozialabgaben befreit werden. Die MLPD fordert eine Herabsetzung des Rentenalters auf 60 bzw. 55 Jahre für Frauen, was zugleich Millionen Arbeitsplätze für die jüngere Generation schaffen würde. Und die MLPD fordert eine Rente von 70% des letzten Nettoeinkommens. Das zu finanzieren wäre kein Problem, würden die Sozialversicherungsbeiträge zum Beispiel über eine Umsatzsteuer der Unternehmen eingezogen. Allein die 500 größten internationalen Übermonopole steigerten ihren Profit seit 1990 um 900% und zahlen nur noch 1-2% ihres Umsatzes für soziale Leistungen. Und diese Situation in einer Zeit, in der gleichzeitig Millionen alter Leute oft noch nicht mal mehr das Geld haben, um ihre Medikamente zu bezahlen, so geht das nicht mehr weiter. In einer sozialistischen Gesellschaft würde Generationenvertrag bedeuten, dass der wachsende Reichtum aus gesellschaftlicher Produktion und Natur auch einem höheren Lebensstandard aller Generationen zugutekommt. Radikal links, revolutionär und mit einer sozialistischen Perspektive, das ist das Motto, mit dem wir unseren ganzen Wahlkampf und an alle diese Themen herangehen werden. Die Leitlinien unserer Politik werden nicht von den bürgerlichen Medien und Politikern und ihren Sachzwängen, von denen man manchmal das Gefühl hat, die haben sie eigentlich alle selber erfunden, geprägt sein, sondern von den Interessen der Arbeiterklasse, der breiten Schichten der Bevölkerung, der Jugend und der Frauen. Es mag sein, dass wir dabei auch eine polemische Tonalität anschlagen werden und uns dabei möglicherweise auch mit dem einen oder anderen bürgerlichen Politiker verscherzen werden. Aber damit können wir leben und ohne Polarisierung werden wir die relative Isolierung dieser MLPD nicht durchbrechen können. Applaus
Liebe Freundinnen und Freunde, ein wesentliches Ziel unserer Wahlkampagne ist, die Massen für eine organisierte Arbeit für die Befreiung der Menschheit von Ausbeutung und Unterdrückung zu gewinnen. Von zentraler Bedeutung dabei sind unsere Wählerinitiativen. Sie unterstützen unsere Direktkandidatinnen und Kandidaten und schließen die Leute gegen die herrschende bürgerliche Politik zusammen. Sie lernen dabei die MLPD besser kennen und sie lernen dabei auch, selber Politik zu machen. Diese Wählerinitiativen, im letzten Bundestagswahlkampf haben sich 5.000 Menschen in diesen Wählerinitiativen organisiert, zeigen, neue Politiker hat dieses Land, aber es müssen auch noch viel mehr neue Politiker werden. Liebe Freundinnen und Genossen, die Jugend hat sich in den Massenkämpfen der letzten beiden Jahre als praktische Avantgarde erwiesen. Sie ist am meisten vorwärtstreibend und am meisten offen für den echten Sozialismus. Sie ist zugleich auch am leichtesten von den Herrschenden zu beeinflussen, oft noch unerfahren oder wenig gefestigt. Die ganze MLPD wird in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendverband Rebell im nächsten Jahr ihren organisationspolitischen Schwerpunkt Jugendarbeit mit dem roten Faden des proletarischen Internationalismus zu ihrer Leitlinie machen. Das wird unserer Organisationskraft einen wichtigen Schub geben. Gewinnen wir viele Jugendliche für eine gesellschaftliche Alternative. Vorwärts mit der Offensive für den echten Sozialismus. Ich gebe nun das Wort an das Mitglied des Zentralkomitees, Peter Weißpfenning. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden den Kampf gegen den modernen Antikommunismus weltanschaulich ins Zentrum unserer Offensive stellen. Seit der Entstehung des Marxismus ist der Bourgeoisie in ihrer heiligen Hetzjagd gegen den Kommunismus kein Mittel zu schmutzig. Schon Marx und Engels wurden als Teufelsanbeter und Anführer einer satanistischen Sekte diffamiert mit dem grandiosen Beweis ihrer üppigen Haar- und Barttracht. Ganz so platt wie die damaligen Vertreter des Antikommunismus kann man den Massen heute natürlich nicht mehr kommen. Der moderne Antikommunismus gibt sich kritisch gegenüber dem Kapitalismus. Aber die Kronzeugen des modernen Antikommunismus aus der kleinbürgerlichen ML-Bewegung oder auch aus der bürokratisch-kapitalistisch regierten DDR geben sich geläutert, skeptisch und feindselig gegen jede marxistisch-leninistische Organisation. Weil die Bourgeoisie dem Marxismus-Leninismus in einer offenen, weltanschaulichen Auseinandersetzung hoffnungslos unterlegen ist, sucht auch der moderne Antikommunismus sein Heil in der Diffamierung und Verleumdung der Repräsentanten des Marxismus-Leninismus. Besonders peinlich sind die Attacken auf die MLPD und Stefan Engel in dem Buch Linksextrem, Deutschlands unterschätzte Gefahr. Glaubt man den Selbstpreisungen der Autoren, die führenden Verfassungsschutzleute van Hüllen und Bergsdorf, so hätten sie im renommierten Wissenschafts- und Schulbuchverlag Schöning die MLPD als eine, Zitat, in Parteiform gekleidete Sekte enttarnt. Über all dem thronte demnach Stefan Engel als Sektenführer, der die Mitglieder der MLPD in willenlose Sektenmitglieder verwandelt hätte. Angeblich müssten sie seine natürlich überteuerten Bücher kaufen und ihr Erspartes für die völlig überdimensionierten Spendenkampagnen opfern. Da es für diese Leute nicht vorstellbar ist, dass so etwas aus freiem Willen geschehen kann, gäbe es angeblich regelmäßige und systematische Säuberungswellen, bei denen auch vor physischer und psychischer Gewalt nicht zurückgeschreckt würde. Das ist alles Originalton. Auch der behauptete Personenkult gegenüber Stefan Engel ist eine böswillige Verleumdung unserer im hohen Maß selbstständig denkender und handelnder Mitgliedschaft.
Als Beweis für diesen Personenkult muss die Tatsache herhalten, dass Stefan Engel seit 1982 Vorsitzender der MLPD ist. Jeweils auf den Parteitagen in geheimer Wahl ins Zentralkomitee und dort wiederum in geheimer Wahl zum Parteivorsitzenden gewählt. Bei jeder anderen Partei würde man daraus folgen, dass die Mitglieder ganz zufrieden sind mit seiner Amtsführung und es nicht drunter und drüber geht wie bei den Berliner Parteien. Nicht so bei den Marxisten-Leninisten, da ist das Personenkult und jede Art von Kontinuität wird hier diffamiert. Verfahren wird nach der bürgerlichen Methode der konstruierten historischen Analogie, die typisch ist für den Antikommunismus. Die differenzierte Haltung der MLPD zu Stalin und Mao Zedong wird unterschlagen und Erfolge und Fehler im sozialistischen Aufbau mit den Verbrechen kleinbürgerlicher Bürokraten und dem bürokratischen Kapitalismus in einen Topf geworfen, der dann noch umgerührt wird. Diese ungenießbare Suppe wird sodann mit der heutigen MLPD gleichgesetzt und fertig ist das antikommunistische Gebräu. Zu ihrer Verteidigung meinten die Anwälte der Verfassungsschützer im ersten Prozess, es gehe doch bloß um Meinungsäußerungen. Wer in der Politik sei und austeilen könne, der müsse eben auch einmal etwas einstecken können. Hier geht es aber nicht um Meinungsäußerungen, sondern um antikommunistische Diffamierung und Verleumdung, die weitreichende Folgen für unsere politische Bewegungsfreiheit und die Ausübung unserer Rechte und Pflichten als Partei haben. Es ist ein erster Erfolg im Kampf gegen den modernen Antikommunismus, dass das Landgericht Essen Van Hüllen verpflichtete, für seine ehrverletzenden und diffamierenden Verleumdungen in dem Buch echte Beweise zu liefern. Wir sind gespannt auf die Fortsetzung dieser Prozesse, weil sie geeignet sind, der Öffentlichkeit deutlich zu machen, mit welchen Methoden die deutschen Geheimdienste arbeiten. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Kollegen und Freunde, der moderne Antikommunismus ist aber nicht nur Propaganda. Seit 2004 wird gegen die MLPD ein Bankenboykott organisiert, der immer weiter verschärft und ausgeweitet wird. Mittlerweile weigern sich sogar alle Banken, Anträge von uns zur energetischen Sanierung oder Umrüstung auf Solaranlagen auch nur an die staatliche KfW-Bank weiterzuleiten, obwohl jeder einen gesetzlichen Anspruch auf die Förderung solcher Investitionen hat. Sogar die sogenannte Ökobank GLS, die uns immer als Alternative zur Deutschen Bank angepriesen wurde, boykottiert das mit der geheimnisvollen Begründung, so etwas passe nicht, Zitat, in ihr Profil. Solaranlagen. Der rechtswidrige Banken- und Kreditboykott gegen die MLPD wird zentral koordiniert, ausgehend von den Geheimdiensten und der Bundesregierung. Im Magazin Focus erklärten am 9. Juni 2012 die Commerzbank und die Targobank, dass sie systematisch die Konten auch vom Verfassungsschutz beobachtete Organisationen und Personen durchforsten, um ihnen danach die Konten zu kündigen. Auf eine kritische Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelbke von der Linkspartei, die sich vor allem mit den Boykottmaßnahmen gegen die MLPD befasste, antwortete die Bundesregierung. Sie sehe es ausdrücklich als probates Mittel an, so auch gegen politische Parteien vorzugehen. Denn das würde Geldwäscherisiken und Risiken im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung minimieren. Damit drückt die Bundesregierung uns aber offen in die Nähe von Geldwäsche, Kriminalität und Terrorismus. Das zeigt den zutiefst undemokratischen, reaktionären bis hin zu faschistoiden Charakter des Antikommunismus. Wir werden es auf keinen Fall hinnehmen,
dass man in diesem Land mit Marxisten, Leninisten machen kann, was man will. Wir werden energisch um unsere demokratischen Rechte und Freiheiten kämpfen. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde und Kollegen, 2010 hatten wir festgestellt, dass die Herrschenden den modernen Antikommunismus ins Zentrum des Systems der kleinbürgerlichen Denkweise gerückt haben und auf die zersetzende Wirkung der kleinbürgerlich-antikommunistischen Denkweise unter den Massen setzen. Der angebliche Stalinismus und Maoismus wird dazu in einer üblen Geschichtsklitterung als Schreckgespenst der Unfreiheit dargestellt und nicht selten demagogisch dem vagen Konstrukt eines demokratischen Sozialismus gegenübergestellt. Die modernen Antikommunisten sollen uns aber mal eine sozialistische Gesellschaft zeigen, die nicht aufs Engste mit Lenin, Stalin oder Mao Zedong verbunden war. Unter ihrer Führung wurden großartige Errungenschaften für die Arbeiterklasse und die Massen erkämpft. Bis zu einem Drittel der Menschheit lebte Anfang der 1950er Jahre in Gesellschaften frei von kapitalistischer Ausbeutung und Unterdrückung. Deshalb versuchen die dubiosen Kronzeugen des modernen Antikommunismus gerne, dem Sozialismus die Dekadenz des bürokratischen Kapitalismus in die Schuhe zu schieben. Der moderne Antikommunismus arbeitet mit einer üblen Mischung aus Lügen, Halbwahrheiten, Unterdrückung von Wahrheiten und Wahrheiten. Er ist keine Wissenschaft, sondern die zur Staatsräson der kapitalistischen Gesellschaft geworden. Der moderne Antikommunismus liebt die Freiheit, solange sie im Rahmen der kapitalistischen Ordnung verbleibt und die Freiheit des alleinherrschenden Finanzkapitals nicht angetastet wird. Denn seine scheinheilig propagierte Freiheitsliebe bedeutet in Wahrheit Unterdrückung jeder revolutionären Regung, ob in Politik, Gesellschaft oder Weltanschauung. Seine Aufgabe ist es, die Massen, die in Widerspruch zum kapitalistischen System kommen, in Denken, Fühlen und Handeln vom Kampf für eine sozialistische Perspektive abzuhalten. Liebe Gäste, ein bedeutender Ausdruck der Erosion des Systems der kleinbürgerlichen Denkweise ist die inzwischen wachsende Anti-Antikommunismus-Bewegung auch aus kleinbürgerlichen und bürgerlichen Kreisen. Immerhin hat ein Bündnis von über 160 Organisationen es auch verhindert, dass die Familienministerin Schröder in Zukunft die Gemeinnützigkeit direkt vom Verfassungsschutz klären lässt. Und wo der Verfassungsschutz Nein sagt, gibt es auch keine Gemeinnützigkeit mehr. Das mussten sie zurückziehen nach den breiten Protesten von 160 Organisationen. Es ist sehr wichtig, dass wir im Kampf gegen den Antikommunismus unterscheiden zwischen Trägern und Verbreitern des Antikommunismus zum einen und den Massen zum anderen, auf die die kleinbürgerlich-antikommunistische Denkweise eine gewisse Wirkung hat. Damit die Massen damit fertig werden können, müssen wir eine allseitige und differenzierte Strategie und Taktik zur Herstellung der Überlegenheit der proletarischen Denkweise im Kampf gegen die kleinbürgerlich-antikommunistische Denkweise verfolgen. Das erfordert unter anderem Offensivgeist, eine hohe Kampfmoral, eine umfassende Bildungs- und Aufklärungsarbeit, den Angriff auf den undemokratischen und manipulativen Charakter des Antikommunismus und einiges mehr. Eine besondere Rolle spielt dabei unsere proletarische Parteikultur, die der Stuttgarter Parteitag so charakterisierte. Während das Lebensgefühl des Antikommunismus nur Hinterhalt, Massenverachtung und Niedergang vermittelt, strahlt das des Kommunismus Freiheit, Solidarität, Vertrauen in die Massen und Siegeszuversicht aus. Applaus
Liebe Kolleginnen und Kollegen, des besonderen Hasses des modernen Antikommunismus erfreut sich unser System der Selbstkontrolle. Sämtliche Industrieunternehmen verfügen heute über ein System des Controlling, halten die Arbeiter zur Selbstkontrolle über ihre Arbeitsergebnisse an, betreiben Qualitätsmanagement und so weiter. Dasselbe gilt natürlich auch für die Wissenschaftler, die sich ständig kontrollieren müssen und ihre Arbeitsergebnisse auswerten. Nur unsere bürgerlichen Geheimdienstler fürchten jede Art von Kontrolle ihrer Arbeit wie der Teufel das Weihwasser. Unser System der Selbstkontrolle ist eine wissenschaftlich begründete Methode, mit der wir auch unter den kompliziertesten Bedingungen Kurs halten, Fehler vermeiden und eine revisionistische Entwicklung der Partei verhindern können. Dieses System der Selbstkontrolle ist unsere wichtigste Schlussfolgerung aus den negativen Erfahrungen der Restauration des Kapitalismus in den ehemals sozialistischen Ländern und dem Niedergang der meisten ehemals kommunistischen Parteien im Gefolge des 20. Parteitags der KPdSU. Beim ersten Protesttag der MLPD gegen die führenden Verfassungsschützer giftete deren Staranwalt, Zitat, das, was die MLPD an Kontrollsystem praktiziert, hat nicht im Entferntesten etwas mit Schiedskommissionen anderer Parteien zu tun. Das ist wirklich einmalig in der Parteienlandschaft in Deutschland. Recht hat der Mann. Was er doch als Abwertung und Anklage vorbrachte, ist in Wahrheit eine der wesentlichen Schlussfolgerungen der MLPD als Partei neuen Typs. Zerstört wurde der Sozialismus und wurden diese Parteien von innen durch das schleichende Gift der kleinbürgerlichen Denkweise. Lenin sah die Ursache des Revisionismus in dem Aktionismus der Parteien, im Untergehen, im Auf und Ab des täglichen Kleingrabens, im Verlust der theoretischen Orientierung am Marxismus und an den Grundlagen unserer Bewegung. Bürgerlicher Ehrgeiz und Veränderungen der Lebensweise, der Bürokratie, der Staats-, Partei- und Wirtschaftsführung der sozialistischen Länder veränderten die Denkweise früherer selbstloser Kämpfer, machte sie zu kleinbürgerlichen, habgierigen Bürokraten, die schließlich zu einer neuen Bourgeoisie an der Macht wurden. Es ekelt einem direkt an, man sieht, wie sich die Führer der Kommunistischen Partei Chinas mit Millionen die Taschen füllen, Millionen von Dollar. Das System der Selbstkontrolle war ein Garant dafür, dass die MLPD die liquidatorischen Wellen, auch ausgelöst durch die Entwicklung in China, nach dem Tode Mao Zedongs, der 1970er Jahre überstand. Man kann sagen, als einzige größere Organisation überstand. Und es seit der Parteigründung 1982 keine einzige Spaltung mehr gab. Das System der Selbstkontrolle leugnet nicht, dass es Widersprüche, Probleme gibt. Aber sie erkennt rechtzeitig ihren Charakter und wirkt rechtzeitig darauf ein, dass sich diese Widersprüche nicht in einen Antagonismus verwandeln und einen zerstörerischen, liquidatorischen Charakter bekommen. Das System der Kontrollkommissionen war ein Garant dafür, dass die MLPD die liquidatorischen Wellen bestand. Aber die Krise der Kontrollkommission 2006 erforderte eine Weiterentwicklung vom System der Kontrollkommissionen zum System der Selbstkontrolle der Partei. Dieses besteht aus der Kontrolle von oben durch die ZKK, der Kontrolle von unten durch die Mitglieder gegenüber den Funktionären der Partei und der Selbstkontrolle eines jeden Kaders, der in diesem System verpflichtet ist, sich ständig zu überprüfen, ob er
auf der Grundlage der proletarischen Denkweise arbeitet oder ob kleinbürgerliche Motive, Inhalte und Methoden seine Arbeit beeinflussen. Und solange ein solcher Kader von der proletarischen Denkweise bestimmt wird, wird er auch in der Lage sein, durch eine entsprechende Selbstkontrolle rechtzeitig auf solche Entwicklungen in seiner eigenen Kaderentwicklung Einfluss zu nehmen und kehrt zu machen. Der Parteitag erklärte, dass der moderne Antikommunismus nicht nur von außen auf die Partei einwirkt, sondern in Form der kleinbürgerlich-antikommunistischen Denkweise auch in die Partei eindringen kann und es auch tut. Diese Denkweise äußert sich in der Partei in der Form, dass man plötzlich vor dem Antikommunismus zurückschreckt, dass man plötzlich nicht mehr als Marxist-Leninist eintritt, weil das eventuell nicht so gut ankommt, weil man eventuell bestimmte Nachteile dadurch erfahren muss. Manche räumen dem, wenn sie sich in Widersprüche in der Partei verwickeln, zuweilen dem modernen Antikommunismus sogar eine bestimmte Berechtigung ein. Der Schlüssel, damit fertig zu werden, ist die bewusste Anwendung der dialektischen Methode auf dem Niveau der Lehre von der Denkweise und dem systemischen Denken. Und natürlich ein klarer Klassenstandpunkt. Man muss immer wissen, wo man hingehört. Man muss immer wissen, dass unsere Partei eine Partei ist, die selbstlos für die Arbeiterklasse arbeitet und die Zukunft dieser Menschheit und das nicht tut, um persönliche Vorteile oder persönliche Interessen zu verfolgen. Mittlerweile hatten wir über 8.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unseren Kursen zur bewussten Anwendung der dialektischen Methode, damit ihnen niemand ein X für ein U vormachen kann, damit sie es lernen, zwischen den Zeilen zu lesen, zwischen wissenschaftlichen und Schund zu unterscheiden, Schwarzmalerei genauso zu vermeiden wie Schönfärberei. Die bewusste Anwendung der dialektischen Methode ist, und das kann ich hier in voller Überzeugung sagen, auf allen Ebenen der Partei angekommen. Das war eine der wichtigsten Feststellungen des 9. Parteitags der MLBD. Das bedeutet auch, dass die MLBD wirklich auf dem Sprung vor einer höheren Qualität ihrer Massenarbeit steht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, wenn die Menschheit heute unter der Führung des internationalen Industrieproletariats einen neuen Anlauf zu ihrer Befreiung von kapitalistischer Ausbeutung und Unterdrückung, einen neuen Anlauf zum Sozialismus nimmt, haben wir heute andere Voraussetzungen als noch im letzten Jahrtausend. Noch nie waren die materiellen Voraussetzungen für die Lösung der Menschheitsfragen so weiter und höher entwickelt wie heute. Noch nie war die Arbeiterklasse weltweit so zahlreich, so gut ausgebildet, so international verbunden. Das internationale Industrieproletariat kann die revolutionären Produktivkräfte beherrschen und die internationalisierte Produktion auf höchstem Niveau gewährleisten, bei immer niedrigerer Arbeitszeit und in Vollbeschäftigung. Im Kapitalismus müssen sich aber die einen überarbeiten, während die anderen arbeitslos sind. Mit modernen Computerscanner, Kassen, mit Kühlschränken können automatische Lagerhaltung, Neuproduktion der Waren zentral und bedarfsgerecht gesteuert werden. Im Kapitalismus wandern aber allein in Deutschland jährlich 11 Millionen Tonnen Lebensmittel in den Müll. Das heutige Wissen in der Landwirtschaft könnte die ganze Weltbevölkerung gesund und nachhaltig auch für Pflanzen und Tiere ernähren. Trotzdem hungerten Mitte 2011 925 Millionen Menschen auf der Welt. Information, internationale Standards und Kommunikationsmittel erlaubten längst eine breite demokratische Diskussion, Kontrolle und Entscheidung wichtiger Fragen. In der kapitalistischen Realität werden aber immer mehr Menschen von diesen Entscheidungen ausgeschlossen, bespitzelt, diskriminiert und unterdrückt.
der modernen Naturwissenschaft und die aus der kapitalistischen Gesellschaft entstandenen Produktivkräfte und auch die moderne Naturwissenschaft wären längst in der Lage, eine Produktionsweise in Einheit von Mensch und Natur zu gestalten. Der Raubbau der natürlichen Ressourcen könnte durch eine international koordinierte, gesellschaftlich organisierte Kreislaufwirtschaft weitgehend vermieden werden. Der Energiebedarf könnte längst mit alternativen Energieformen befriedigt werden. Aber die kapitalistische Profitwirtschaft hat an solchen Erfolgen kein Interesse und sie kann sie aufgrund ihrer Entwicklung auch heute gar nicht mehr zulassen. Es geht nur noch um die Steigerung der maximalen Profite, koste es, was es wolle und wenn die Menschheit dabei zugrunde geht. So riskiert sie eine globale Umweltkatastrophe. Mit der Neuorganisation der internationalen Produktion hat sich eine neue Qualität der materiellen Vorbereitung des Sozialismus herausgebildet. Die Vision der Vereinigten Sozialistischen Staaten der Welt wird greifbar. Gemeinsam werden diese Vereinigten Sozialistischen Staaten den paradoxen Zustand beenden, dass die großartigen Möglichkeiten der Menschheit sich unter dem Diktat des Maximalprofits in Zerstörungskräfte verwandeln. Gemeinsam werden die sozialistischen Staaten alle Regionen der Welt planmäßig entwickeln, bis überall lebenswerte, menschenwürdige Zustände herrschen. Gemeinsam werden die sozialistischen Staaten Stück für Stück alle unseligen Hinterlassenschaften der kapitalistischen Ausbeutergesellschaft beseitigen. Durch die Unterdrückung von Nationen, von Völkern, in der Denkweise der Menschen, der Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen, der gesellschaftlich bedingten Ungleichheit von Mann und Frau, der Widersprüche zwischen Hand- und Kopfarbeit und zwischen Stadt und Land. Mit dem Übergang der Vereinigten Sozialistischen Staaten der Welt in eine klassenlose kommunistische Gesellschaft endlich endet die Geschichte der ausbeuterischen Klassengesellschaften überhaupt. Das ist unsere Vision einer lebenswerten Zukunft und dafür werden wir uns nicht schämen, das werden wir verbreiten und wir werden die breiten Massen dafür gewinnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, Freunde und Genossen, die gleichberechtigte Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen, unabhängig von der konkreten Größe oder Stärke der jeweiligen Bündnispartner, wird für die Vereinigten Sozialistischen Staaten der Welt typisch werden. Schon heute erproben wir diese Art von Zusammenarbeit in unserer revolutionären Weltorganisation ICOR. Mit ihrer Gründung im Oktober 2010 endete eine lange Phase der revolutionären Arbeiterbewegung ohne eine solche gemeinsame Organisation. Es endete eine Phase, in der die Marxisten-Leninisten und die Revolutionäre in den verschiedensten Ländern in erster Linie den Marxismus-Leninismus verteidigen mussten gegen seine revisionistischen Verfälschungen durch den Verrat am Sozialismus ausgehend von der Sowjetunion. Fast 100 Jahre liegen seit der Gründung der Kommunistischen Internationale hinter uns. Ein beispielloser Aufschwung des Kampfes für den Sozialismus brachte Mitte des 20. Jahrhunderts ein sozialistisches Lager hervor, in dem mehr als ein Drittel der Menschheit unauslöschliche Erfahrungen mit einer weit überlegenen Gesellschaftsordnung machten. Eine kommunistische Arbeiterbewegung setzte sich in der ganzen Welt durch und hat zig Millionen Menschen organisiert und erfasst. Diese Errungenschaften kann uns auch der tiefe Rückschlag durch den Verrat der Revisionisten der Sowjetunion und später in China nicht nehmen. Aber auch der harte Kampf zur Überwindung dieser tiefsten Niederlage der revolutionären Arbeiterbewegung gehört zu unserer Geschichte. All das verarbeitet zu haben, tiefgreifende Lehren für den marxistisch-leninistischen Parteiaufbau und Klassenkampf gezogen zu haben,
Das ist eine große Leistung der internationalen marxistisch-leninistischen und Arbeiterbewegung. Manche der heute 45 Mitgliedsorganisationen sind noch klein, befinden sich im Aufbau. Andere verfügen über viel praktische Erfahrung, manche auch über theoretische Verarbeitung dieser Erfahrungen und über einen Masseneinfluss von Millionen Menschen, wie zum Teil in Asien. Alle diese Stärken kommen in der ICOR zusammen und werden gleichzeitig die Probleme und Schwächen der einzelnen Organisationen durch das Kollektiv der ICOR kompensiert werden können. Die ICOR ist eine organisierte praktische Zusammenarbeit der revolutionären Parteien und Organisationen im Klassenkampf und Parteiaufbau über Ländergrenzen hinweg. Auf dieser Basis wird sie auch ideologisch-politisch weiter diskutieren, um zu einer Vereinheitlichung der internationalen marxistisch-leninistischen und Arbeiterbewegung zu kommen. Ohne eine solche weitgehende Vereinheitlichung haben wir gegen den Imperialismus keine Chance. Und jede Organisation, die meint, sich aus diesem internationalen Prozess ungestraft heraushalten zu können, wird selbst in ihrem Klassenkampf im eigenen Land scheitern. Der Marxismus-Leninismus wurde von Stalin definiert als die Erfahrung der internationalen marxistisch-leninistischen und Arbeiterbewegung, die Verallgemeinerung dieser Erfahrungen. Und nicht nur die, die man unmittelbar erlebt und vielleicht im eigenen Land mitmacht. Wir alle müssen lernen voneinander. Es gibt niemanden, es gibt keine Partei, die es nicht nötig hat, von anderen Parteien zu lernen, sich mit anderen Parteien solidarisch auseinanderzusetzen, praktisch mit ihnen zusammenzuarbeiten und sich immer enger zusammenzuschließen. So wird die ICOR, die natürlich noch in ihren Kinderschuhen steckt, für uns eine Schule für die Vereinigten Sozialistischen Staaten der Welt werden. Auch wenn die ICOR erst ihre ersten Schritte mutig in die Welt hinaus vollzieht, so erleben wir darin doch eine neue Qualität des proletarischen Internationalismus. Neue Qualität heißt, wir sind nicht einfach nur solidarisch mit dem, was andere Organisationen, Bewegungen tun. Wir sind einfach nicht einfach nur solidarisch mit Kämpfen, sondern die neue Qualität des proletarischen Internationalismus heißt, das ist unser Kampf. Für den sind wir gleichermaßen verantwortlich. Für den Sieg dieses Kampfes, für den Erfolg dieses Kampfes. Und wir können uns nicht mehr heraushalten aus den wesentlichen Klassenkämpfen, Befreiungskämpfen, Kämpfen gegen nationale und soziale Unterdrückung dieser Welt. Die neue Stufe des proletarischen Internationalismus kennt diese Beliebigkeit nicht mehr, sich irgendwie einzumischen. Sie macht es zu einer unbedingten internationalen proletarischen Verpflichtung. Der proletarische Internationalismus ist der Garant für die Überlegenheit der Ausgebeuteten, Unterdrückten, der Überwindung von Imperialismus, Krieg und Umweltzerstörung. Liebe Freunde und Genossen, liebe internationalen Gäste, wir haben in den letzten Tagen und Wochen viel diskutiert über ein Buch mit dem Titel Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution. Ein Buch, an dem wir, ich möchte nicht sagen zu unserer Schande, aber immerhin 19 Jahre gearbeitet haben. Wir haben es uns nicht einfach gemacht. Wir haben uns bemüht, alle wesentlichen Erfahrungen und Diskussionen, die es in der Welt über diese Fragen gibt, zu verarbeiten. Tausende von Büchern, Ausarbeitungen, Artikel und Schriften haben wir dazu hergezogen, um uns einen Standpunkt zu bilden, vom Standpunkt des Marxismus-Leninismus ausgehen. Wenn wir heute in den Wirren der tiefsten Weltwirtschafts- und Finanzkrise, in der Geschichte des Kapitalismus das Potenzial einer revolutionären Weltkrise aufblitzen sehen, wenn wir mit dem entschlossenen Aufbau marxistisch-leninistischer Parteien
zielstrebig am Aufbau der dem Imperialismus überlegenen, letztlich siegreichen Kraft arbeiten, dann beginnt die Morgenröte vom Buch, von der Idee zur materiellen Gewalt zu werden. Und erscheint diese Morgenröte nicht greifbar in diesem Saal, in den hervorragenden Vertretern aus aller Herren Länder, Repräsentanten der Millionen Textilarbeiter aus Bangladesch, der todesmutigen Bergarbeiter aus Südafrika, der Umweltschützer aus Ukraine, der entschlossenen Kämpferinnen und Kämpfer des arabischen Frühlings und gegen die brutalen, ungerechten Kriege im Nahen und Mittleren Osten. Sehen wir nicht die Morgenröte in unseren mutigen und unerschrockenen Genossinnen und Genossen, Freunden und Kollegen aus den industriellen Großbetrieben? Leuchtet nicht die Morgenröte ganz besonders in unseren jungen Genossen von Rebell und den Kindern der Rotfüchse? Liebe Kolleginnen, Freunde und Genossen, die Totgeburt ist nicht die MLBD und nicht der Sozialismus. Dem Untergang geweiht ist vielmehr dieses marode, nur noch von Krisen geschüttelte imperialistische Weltsystem. Ja, es ist ein mächtiger und auch nicht ungefährlicher Gegner, den man ernst nehmen und nicht unterschätzen darf. Die Morgenröte beginnt mit den ersten Strahlen und muss sich erst durchsetzen gegen die Dunkelheit, gegen das Morgengrauen, gegen Nebelschwaden und zuweilen gewaltige Stürme und Hagelschlag. Aber dann setzt sie sich durch, die Morgenröte, unaufhaltsam. In diesem Sinne, liebe Genossinnen und Genossen, Freundinnen und Freunde, vorwärts mit der MLBD. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Proletarier aller Länder und Unterdrückte, vereinigt euch. Vorwärts zu den Vereinigten Sozialistischen Staaten der Welt. Glück auf!